Das ist der Michel Milovanovic, Racketbespanner an der Swiss Indoors. Er zeigt uns heute, wie er den Schlägel von Marco Chiudinelli parat macht. Wenn ich so ein Racket habe, dann fange ich das erste Mal an mit den Seiten rausschneiden. Seit 21 Jahren, oder anders gesagt, seit er 15 ist, bespannt der Michel Tennisschlägel. Seit 14 Jahren macht er das professionell. Jetzt ist er mal befreit von den alten Seiten. Jetzt wird er eingespannt, hier in den Rahmen. Jetzt wird hier das Gewicht eingestellt, mit wie viel Kilo das angezogen wird. Giudinelli möchte jetzt zwei Schläger bespannt haben, jeweils mit verschiedenen Gewichten. Also einer mit 25,5 längs, 24,5 quer und der andere mit 25 längs und 24 quer. Dass er reagieren kann, je nach wie viele Leute es hat, ob es warm ist in der Halle. Dann nimmt er eher die härtere Bespannung und wenn es eher nicht so viele Leute in der Halle hat, dann nimmt er eher die weichere Bespannung. Er benutzt jetzt zum Beispiel auch zwei verschiedene Seiten, so wie der Roger. Längs Darmseite und quere Kunstseite. Jetzt muss ich einfach schnell dort die Mitte finden. Was jetzt bei Marco auch noch speziell ist, er wünscht zum Beispiel, dass man die Darmseite vordehnen tut, von Hand. Für das muss ich schnell an die Stange da hinten, um die mit meinem Körpergewicht vorzudehnen. Außer dem Federer, dem Wawrinka, dem Isner und dem Dimitrov, die einen privaten Bespanner haben, mussten Michel und sein Team während dem Turnier die Schlägel von jedem einzelnen Spieler bespannen. Jetzt können wir loslegen. Wenn alles normal läuft, braucht Michel im Durchschnitt 15 Minuten pro Schlägel. Das sind Wimbledon, French Open, der World Team Cup von Düsseldorf habe ich auch schon bespannt. Gestart bin ich auch schon gewesen. Für das Fed Cup Team bin ich auch zuständig. Da kommt man ein bisschen rum auf der Welt. Wir machen für jeden Abend genau gleich. Also für uns spielt es jetzt keine Rolle, ob wir jetzt für den Hans Meier bespannen oder für Rafael Nadal. Es wird immer genau gleich präzise gemacht. Zum Teil bringen es Trainer, aber die meisten gehen sie ab im Turnierbüro unten. Und dann bringen es die Ladies vom Turnierbüro uns rauf. Aber dann hast du spezielle Spieler, die wünschen, mit dem Bespanner zu schwätzen, damit sie wirklich ganz sicher sind, dass alles so klappen tut, wie sie es möchten. Vielleicht auch noch interessant ist zu erfahren, dass man für einen Schläger etwa 11-11,5 Meter braucht, um einen ganzen Schläger zu bespannen. Und wenn wir jetzt hier gute 350 Schläger machen in dieser Woche, sind das ein paar Kilometer Seiten, die wir hier verbrauchen. Das schönste Kompliment ist von Marin Cilic, der sich nach der French Open, nach der Niederlage gegen Andy Murray im Viertelfinale, ist er extra nochmal zum Bespannungsservice gekommen und hat mir als Dankeschön ein persönliches Racket von ihm geschenkt. Das war für mich ein sehr, sehr grosses Kompliment. So, dass er sehr zufrieden war mit dem Bespannungsservice. Er hat auch gesagt, er hat noch nie seine Racket so schnell auf den Platz bekommen, wenn er sie rausgeschickt hat während dem Match. Und das hat er eben mit einem Originalschläger von ihm hat er sich damit bedankt. So. Jetzt wird die Seite noch etwas gerade gemacht am Schluss. Das kann die Maschine nicht. Ja. Und jetzt kommt noch das Logo drauf. Das ist jetzt eine natürliche Farbe, die die Seiten nicht beschädigen tut. Das ist eine wasserlösliche Farbe eigentlich. Und fertig ist das Racket.